So. Dann wollen wir doch mal mein erstes Let's Play starten. Missions Wired 4. Es geht los. Feldzug. Mein Name ACB33. Den finde ich doof, den lösche ich. Ich heiße jetzt neu. So. So real Comic. Ich bin mal gespannt, wie laut das nachher in der Aufnahme ist. Aber aus irgendeinem Grund ist das Spiel jetzt wieder scheiß leise. Du musst die Aufnahme kontrollieren. Du musst nur die Aufnahme kontrollieren. Ja, aber ich mach mal sicherheitshalber. Denk doch auch mal jemand an die Kinder. So ein Hauptmenü, versuchen wir es nochmal. Markieren Sie Maschinen, indem Sie den Cursor darüber führen. Und ich meine, ich lasse das jetzt auch im Video drin, ist doch egal. Auf dem Monitor verschiedene Schaltflächen mit Aufgaben angezeigt. Klicken Sie auf Bewegen und dann auf einen Ort in der Welt, um die markierte Maschine dorthin zu bewegen. Versuchen Sie, eine Maschine zu markieren und dann den Cursor über die Landschaft zu führen. Sie sehen, wie der Cursor zu einem Bewegen zufalten wird, wenn Sie ihn über eine Stelle führen, an die die markierte Einheit verschoben werden kann. Wenn Sie dort klicken, geben Sie der Maschine damit den Befehl Bewegen auf und sie bewegt sich an diesem Punkt. Endlich hat die Tante fertig gedauert. Dass die Lautstärke sich verändert, ist mir ja relativ wurscht. Für das erste Video, das ist ja eh nur die Testmission, das ist ja... Ja, wie schwer das ist, ihn von einem Punkt zum anderen zu bringen. Ich bin ja schon glücklich, dass die einen das anzeigen. Mit einem schönen Ja. So, nächste Mission. Konstruktionen werden durch einen Konstruktor gebaut. Wenn Sie einen Konstruktor und dann die entsprechende Schaltfläche und Aufgaben... Ach komm, scheiß auf die Beschreibung. Die dauern mir zu lange. Muss halt eine so eine Fabrik dahin zimmern. Und das den Locator da umbauen. Das muss ich nicht eine halbe Stunde lang erklären mit ihrer langsamen Erzählweise. Man will ja auch noch was im Video haben und nicht nur dieses Gequatsche. Ja, das ist ja auch so untypisch von anderen, Jetzt hörst du die, Locator, wie die funktionieren, musst du der letzten Mission keine Minen suchen. Ja, natürlich, aber Locator, wie die Minen suchen, das kommt erst nächste Mission. Absolut, Epilepsie! Okay, das mache ich nie wieder. Fahr mal in der Gegend rum, du fährst jetzt nach da unten, weil, ist doch egal, die Mission ist ja eh gleich gewonnen. Ist nämlich schon 88% fertig. Und da steht er. Und fertig. Das einzig Schlimme an diesem Let's Play ist, dass die blöden Videos nicht funktionieren und die Musik nicht tut. Aber ich glaube, die Musik kriege ich noch hin. So, nächste. Wird nachgebracht. So. Such wir doch mal unsere erste Mine. Einfach irgendwo hinklicken, er läuft sowieso auf die erste Mine direkt auf zu. C, geht man ins Baumenü. Und wenn ich es richtig setze, die Mine, dann kann ich es schaffen, dass der Locator völlig desorientiert sich durch die Gegend teleportiert. Mineralvorkommen lokalisiert. Begebe mich zur Baustelle. Ja? Nee, ah, schade. Er hat sich selber rausbefreit. Und jetzt bauen wir nochmal ein paar Transporter, damit wir die Ressourcen von der Mine auch zu unserem Pott bringen. Auf den Pott bringen. Aufs Töpfchen. Ja, aufs Töpfchen. Halt. Dich kann ich wieder verwerten.
Ich gehe sofort los. Transporter bereit. Brechen wir mal ab. Jawohl. Bau fertig. So. Um die Mission zu beschleunigen. Abreißen. Begebe mich zur Baustelle. Oh, das war cool. Holen wir uns die Ressourcen von den Gebäuden mal wieder mit dem Fixer-Gator. 175 Ressourcen brauchen wir. Wir haben 104. Gebäude abgerissen. Gebäude abgerissen. Erwarte neuen Auftrag. So. Aktion dafür. Oh, da ist der erste weg. Streiten die sich um dasselbe Feld, ich raste aus. Und da habe ich gewonnen. Musste ja nicht mal weiter abgeben. Wunderschön. Achtung, jetzt geht's hier an die Kampfgrundlagen. Jetzt muss ich die aber sprechen lassen, weil jetzt wird's schwierig. Zerstören Sie drei feindliche Maschinen in der Kampfarena. Diese feindlichen Maschinen stellen Übungsziele dar und werden sie nicht angreifen. So, das reicht als Erklärung. Achtung, ihr schweren Gegner, die ihr mich nicht angreift. Fress das! Ja, und jetzt stellen wir das Verhalten mal auf aggressiv. Aggressiv ist der Leuchter ganz rechts, weil das macht Sinn. Habe ich nicht verstanden, warum die ja nicht irgendwie was anderes gemacht haben, Verhalten. Du weißt, an diesen roten Leuchten am Anfang nie, was für ein Verhalten das jetzt bedeuten soll. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Er hat daneben geschossen und trotzdem getroffen. Und gewonnen. Yay. Das Problem ist natürlich, jetzt hört niemand die schöne Siegesmelodie, ne? Die immer spielt, solange da einfach nur gewonnen steht. So, und jetzt kommt die erste. Nachdem Sie unzählige feindliche Drohnen besiegt haben, müssen Sie nun feindliche Einheiten zerstören, die sich bewegen und zurückschließen. Beginnen Sie mit einem Trupp Reapers und lokalisieren und zerstören Sie alle feindlichen Einheiten. So, dann machen wir auch mal ganz übelst Stellung halten und gucken mal, was passiert. Ich bin schon am weitesten rausgesunken, mehr kommt da gar nicht. Wieso laufen die eigentlich am Anfang so mega schräg? Was soll der Mist? Gut, wie die treffen. Okay, erster Feind ist besiegt, bevor einer von meinen Leuten gefallen ist. Zweiter ist besiegt, einer von meinen ist gestorben. Zweiter von meinen ist gestorben. Oh mein Gott. Stellung halten ist völlig zureich für diese schwere Mission. Bin ja begeistert. Ja, jetzt gucken wir mal die tolle Statistik an. Vielleicht hat der Gegner mal positive Punkte. Nö, hat er nicht. Minus 34. Und ich hab 220, obwohl der Gegner Sachen von mir fand ich, hat keine Ahnung, wieso der immer Minuspunkte kriegt. Ist wohl auch nicht sinnvoll. So, jetzt müssten wir theoretisch die erste Mission machen, die ist aber im nächsten Video. Tschüss.